Also es gibt Collectibles, die anscheinend einzigartig in der Welt sind, im Kapitel quasi Mafia-Stadt jetzt selbst, die übergreifen. Wenn man die eingesammelt hat, dann hat man die und andere Sachen wieder nicht. Hm, komisch. So, das heißt, erstmal auf zu Kapitel 4 und das wird wieder irgendwie so ein Kampf, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wo hier der Unterschied zwischen dem und dem war beispielsweise. Also überall landen, bei beiden sind wir in der Stadt gelandet und konnten zum Ziel und dann gab es einen mehr oder weniger Showdown in irgendeiner Form. Ja, hier war es halt ein Kampf und hier war es halt irgendwie einfach, na gut, da war auch ein Kampf am Anfang. Und hier war halt auch letzten Endes das Hinterhergelaufe. Also, sehr seltsam. Okay, egal. Nieder mit den Mafias. Bald einer weniger. Aha, okay. Einwohner, bald einer weniger. Mission nieder mit den Mafias, Schweißperlen, der Himmel scheint zu schwitzen. Okay, das andere war jetzt, war schon anspruchsvoller hier, das mit dem Regen und mit den Pandas oder Waschbären oder sowas, die da durch die Luft geschwebt sind. Und es war halt auch ein bisschen unübersichtlicher durch den Regen, aber an sich nicht wirklich schwerer. Okay, also in den Ladebildschirm steht halt Kapitel 1, Akt 4 jetzt beispielsweise. So wird das hier auseinanderklabustert. Okay. Und wir... Hatten wir vorher schon Regencape an? Ich habe absolut keine Ahnung. Und hier haben wir jetzt anscheinend auch eine Kanone, die uns sonst wohin schleudert. Die Ladebildschirme wirklich ungewöhnlich lang. Und achso, wir sind von hier unten gekommen. Wir können uns wieder einsauen. Alles klar. Hier unten wollte ich ja eigentlich in der letzten... Ich nehme an, das wird jetzt die letzte Folge gewesen sein. Die vorangehende. Ich werde das schon irgendwie versuchen, so zu trennen, hier Kapitel, beziehungsweise aktemäßig. Wie komme ich hier unten ran, verdammt nochmal? An sich, anscheinend nehme ich jetzt aktuell gerade mal das erste komplette Kapitel auf, weil sich so vor sich hinspielt. Und dann werden wir da mal sehen. Alter! Also das war jetzt schon wieder der Weg nach oben, Okay, das war jetzt anscheinend schon wieder der Weg in Richtung Ziel. Das muss einfach erstmal gesagt werden. Ich will mich aber unten noch ein bisschen umgucken. Da gibt es bestimmt noch ganz viele Sachen zu holen. Menno. Da, hab's genau... Ey, auch jetzt muss ich hier oben bleiben. Ach Mann. Da habe ich nämlich gerade schon wieder was anderes gesehen gehabt. Da unten, da sieht man so ein bisschen am unteren Bildschirmrand. Ach Mann. Okay. Hallo, die haben jetzt wieder keine Angst vor mir, oder was? Sehr seltsam. Verkloppe ich euch halt, ist mir doch egal. Wie leicht die jetzt plötzlich kaputt gehen. Bei den ersten hatte ich so übelste Schwierigkeiten, die kaputt zu hauen. Bei denen jetzt ja nicht, na super. Was zur Hölle? Und jetzt? Die steht ja da und sagt gar nichts, na toll. Was war jetzt schon wieder mit der Kamera? Von drinnen kommt Gelächter. Ach so, das sind zwei Schalter. Meine Fresse, sag mir das doch. Na los, es ist Showtime. Aha. Ich guck mich trotzdem nochmal hier um, wenn es genehm ist. Hier geht es nämlich anscheinend auch ringsrum. Jawohl. Mit großer Statue. Die wir leider nicht runterkippen können. Und eine Truhe. Och, Truhen sind immer toll. Ein Riss-Token. Benutze die Tokens an der Orb-Maschine, um niedliche Belohnungen zu bekommen. Welche Orb-Maschine? Ich gehe mal stark davon aus, dass die bei uns im Hub, also auf dem Schiff ist. Das werden wir uns dann nach dem Kapitel anscheinend angucken. Ein Riss-Token. Aha. So, eine Runde rum. Ja, die Blubbel nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Achso, wir können auf die Dinger auch hoch, auf die Statuen. Das ist ja richtig gut zu wissen. Aber wie komme ich denn da hoch? Achso, einfach hochlaufen. Super. Aha. Und jetzt? Ich muss doch alles testen hier, echt. Okay, da komme ich aber nicht hoch. Doch, ich habe nichts gesagt. Jetzt sind wir hier auf dem Dach, na super. Und die machen ganz, ganz böse viel Gestank, so wie es aussieht. Da müssen wir sie natürlich zwangsweise aufhalten. Wir sind ja die Guten, jawohl.
Wenn Captain Planet nicht da ist, dann müssen wir hier helfen. Na gut, alles klar. Rinder. Achso, ich geh schon mal vor, ne? Bam, bam. Ist ja schrecklich. Ein Casino. Warum lachen die da drinne? Und wer lacht hier? Ich sehe nur leere Tische. Achso, im Theater wird gelacht. Meine Güte, die lachen aber ganz schön laut. Geh zurück nach Hause. Ey. Alter, werfen die mit. Werfen die hier tatsächlich mit Zeug rum? Ist ja frech. Okay, der geht nicht kaputt. Das ist ein Questgeber, der geht nicht kaputt. If small child get gambling problem, it's her own fault. Genau. Tables purely for looks. No. Aha. Das ist nur Deko. Na super. So, wer wollte hier noch aufs Maul? Alles klar. Schon erledigt. Ey, gibt aber wirklich nur Mafia-Typen hier, kann das sein? Was mit dir? Du sitzt da und weißt noch nicht, ob du essen sollst. Alles klar. Schön für dich. Jede Menge blubbeln überall. Also es ist so ganz, ganz furchtbar. Du weißt nicht, ob die was bringen oder nicht. Also wenn ein Level freischalten... Oh, hier geht's ins Dachgebälk. Wenn einmal Level freischalten halt 5 von diesen Mumpeln kostet, ja, dann ist das hier ziemliche Inflation, ey. Die kicken mich doch bestimmt runter, wenn ich nicht aufpasse. Ich könnte es wetten. Gibt's hier auch irgendwas oben? Das wäre total toll. Ach, tatsächlich. Was zur Hölle? Was machst du hier? Was macht der Katzenchefkoch hier? The Mafia are terrible at cooking, but fear not. Cooking Cat is here. Cooking Cat, Kochkatze. I'll prepare the actual dinner up here and swap the food before anybody eats the Mafia's cooking. Okay, warum tust du das? I'm fairly certain someone would die if they ate the Mafia's prepared food. So viele Gutmenschen hier, Mensch. Okay, ich nehme mal so einen Krebseimer. Und werf den weg. Sehr gut. Gibt's hier noch was oben? Anscheinend nicht. Interessant. War da noch eine Treppe? Scheiße, Moment. Ach nee, sah bloß so aus. Alles klar. Wer zur Hölle? Was macht der Kabuki hier? Der sieht mir ein bisschen strange aus. Hi there, young one. Hallo. I am from a far away land. I've seen every corner of the earth. And now I sell tiny pieces of my discoveries. Ich nehme mal an, das Rumgeglitsche ist gewollt. Er sieht mir nicht random genug aus, um irgendwie bedingt durch Hardware zu sein, bla bla bla. Außerdem ist die Schrift eh scheiße. You may call me the badge seller, for I sell and trade badges. I can provide you with strong abilities and upgrades to your hat. If you have money, of course. Genug Pons. Aha. Ist wieder Maskenhändler ne? Weiß schon. Dingens. Zelda Majora's Mask, meine Fresse. An alles denkst du nur nicht ans Richtige. Der sieht so abartig aus gerade. So. Und zwar anstecken Nadel. Erlaubt dir einen weiteren Anstecker auszurüsten. Das wäre ganz hilfreich und gut, dass wir über die Münzen geredet haben, dass wir die nicht brauchen. Denn das hier kostet Zeug. Zieht automatisch gegen Gegenstände eigentlich rein. Das ist cool. Ah, dein Regenschirm rettet dich vor großen Stürzen. Auch gut. Also pass mal auf, dann nehmen wir erstmal das. Yes, please. Das könnte auch schneller gehen. Wie viele Slots haben wir denn überhaupt? Weiß ich gar nicht. Danke. Und den nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Ich würde gern alles kaufen. Warum geht das nicht? Warum musst du mir die Kohle einzeln aus der Tasche ziehen? Und ja gut, den dritten meinetwegen auch noch. Kostet ja nicht viel. Was kostet die Welt? YOLO. Und dann nehme ich noch zwei. Sehr schön. So. Ja, du bist ausverkauft. Ich muss nicht mehr mit dir reden. So, dann lass uns doch mal gucken. Also wir scheinen zwei Slots zu haben hier. So, und das Kameratoken, das siehst du, das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist eigentlich, das brauchen wir nicht. Also das da. Ist nicht wirklich hilfreich, aber die beiden sind hilfreich.
Sehr lustig, dass es normalerweise den kompletten Kreis ausfüllt, aber hier, weil über dem Regenschirm noch der Helikopter sein muss, ist der Kreis kleiner. Also das nur mal so am Rand. Gut, dann haben wir die beiden und dann ziehen wir hier Gegenstände ran. Das ist ja toll. Ich kann sogar hier sitzen. Das ist noch viel toller. Warum nicht? You look like tenacious type. Not leave problem alone. Other little girl run into kitchen, if you are looking for her. Ach, hat er sie zufällig einen blonden Schnauzbart? Das würde mir weiterhelfen. She look like unruly type. Keep eye on her. Unruly stimmt's auf jeden Fall. Alles klar, danke, Captain Mafia. Nein, Mann, ich wollte hier runter, danke. So, hier haben wir noch ein paar Slot Machines. Die aber nichts weiter bringen. Also, die sind in die Küche gerannt. Ja, oh. Alles klar. Da ist er ja auch schon. Und der Koch hat auch nicht viel zu sagen. Das ist eine wunderschöne Küche. Das entspricht sämtlichen Qualitätsstandards. Vor allen Dingen mit der Wurst, die hier rumliegt. Boah Gott, jetzt kriege ich gerade trotzdem furchtbar Hunger. Ich hatte heute noch nichts. Aufnehmen ist wichtiger. So, und hier ist die Hintertür mit einem riesigen Schloss dran. Go ahead, kid. Open this thing up and I'll keep guard here. Wie soll ich denn das öffnen? Ich habe nicht so einen großen Schlüssel. Oh, das war sie nicht das Schloss. Aha. Kann ich dich wegstealthen? Tatsächlich. Ah. Aber hat einer von euch Schlüssel? Das ist ja die Frage. Wie soll ich denn diese Tür aufmachen? Kann ich die Dinge jetzt kaputt machen? Nee, der Fernseher geht auch nicht kaputt. Was liegt hier rum? Ist das eine Kippe? Tatsächlich. Das ist ein kinderfreundliches Spiel. Warum liegen hier Kippen rum? Einer muss doch von euch einen Schlüssel haben. Oh, hier komme ich leider nicht durch. Nicht durchgedriftet. Komm mal bitte raus hier. Dankeschön. Sehr gut. Aber trotzdem kein Schlüssel. Schade eigentlich. Das sieht wie die Mafia-Version eines 5-Sterne-Essens aus. Aber es riecht nicht danach. Du könntest vielleicht was davon probieren, aber du möchtest das nicht auf deinem Grabstein stehen haben. Berühmte letzte Worte. Schöne Anspielung, danke schön dafür. Aber wo ist der Schlüssel? Alter, wie soll ich das aufmachen? Wie soll ich den aufmachen? Mit meinem Hexenhut? Nein, nicht mit meinem Hexenhut. Okay, alles klar. Dann gehen wir halt nochmal draußen gucken. Kommen wir eigentlich ins Theater? Ist wahrscheinlich eine richtig blöde Frage. Aber anscheinend nicht. Ich kann hier auch nicht verkloppen. Warum kann ich hier nur manche Leute verkloppen und manche andere nicht? Oh, hier geht's auch noch rein. Wo zum Geier sind wir hier? Achso, hier ist der riesige Schlüssel. Das ist ja gut. Wir sind gerade auf der Männertoilette. Fällt mir gerade so auf. Hallo. Und hier... Hier legt einer mal ein richtiges Ei. So wie es aussieht. Das wird sogar gekocht. Okay. Hier ist eine Schatztruhe im Klo. Mit einem Risstoken, einem zweiten. Bin ich ja jetzt schon gespannt drauf, was wir damit machen können. Ich komme nicht in die Klos rein. Kann ich drüber gucken? Nee, nicht wirklich. Kann ich drüber gucken? Nee, auch nicht. Also nicht sie, aber ich. Spiegelbild. Immer wieder interessant bei sämtlichen Spielen, ob es Spiegelbilder gibt oder nicht. Hier wieder nicht. Alles klar. Also frech. Wie soll ich denn das machen? Brauchen wir bestimmt einen Krebseimer. Könnte ich wetten. Wie ich denn jetzt auf die schnelle Krebseimer her? So, ich habe einen Krebseimer. Mal gucken, ob mir das jetzt hier was bei dem Schalter bringt. Hm. So. Fallen lassen und werfen. Fallen lassen. Jawohl. Das ist ja das ultimative Rätsel hier. Alles klar. Dicker Schlüssel. Nur für mich. Damit nur wieder ab in die Küche. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier wirklich nachdenken muss. Bei dem Spiel. Aber naja. Also was heißt nachdenken? Auskundschaften. Erforschen. Erkunden. Jawohl. Okay. Eine mördermäßig riesige Kühlkammer. Hier ist viel zu viel Platz, als dass hier kein Bosskampf oder sowas sein würde. Oder ein Hüpferrätsel. Ist klar. Ein wunderschönes Spring- und Hüpferrätsel.
Und mit Rätsel meine ich, wir springen von A nach B und wissen genau, wo wir hin müssen. Guck natürlich trotzdem, ob ich irgendwas übersehe. Aber nö. Ist vielleicht alles noch ein bisschen Tutorial. Jetzt gab es tatsächlich auch mal ein Checkpoint. Oh, große Mafia-Reichtumskammer. Aha, und hier scheint die andere Seite von der Toilette zu sein. Das ergibt keinen Sinn, aber okay. Aha, etwas für unseren Hexenhut. Jawohl, gibt direkt mal einen Garn. Und wieder ein Sprintgarn. Wie viel haben wir davon jetzt schon? Wir haben 4 Garn, aber nichts zum Freischalten. Aber hier ist noch jede Menge Platz, da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Okay, dieses Gebäude sieht von innen größer aus, als es von außen ist. Ohne Scheiß. Die lungern ja auch so ein bisschen tatenkräftig hier rum. Und die gehen nicht kaputt. Okay, aber die tun mir auch nichts. Hm. Das weiß man immer nicht so. Oh, hallo. Da ist ja mal definitiv der Chefkoch. Na dann. Ah. Oh. Will er uns nicht sehen? Ah, hier kommen Typen aus der Wende. Interessant. Interessanter Postkampf. Kommt da noch mehr von? Ist mal schön Leben eingesammelt. Man weiß ja nie. Der hat eine. Ach, da hat er unsere dritte Sanduhr. Oder vierte. Dritte, vierte, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir sind in Kapitel 4. Ever since you landed in Mafia Town, it's been raining with these magical hourglasses. Okay, raining würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Ich meine, so wirklich überall liegen die nur auch nicht rum. You must be very lost, kid with the hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will ever witness. Everything you've ever owned belongs to me now. Warum? Including this hourglass piece. Noch. If you want it, we'll have to settle it in true Mafia style. Ein typischer Mafia-Kampf, ja, ja. Lights, action. Ach du Scheiße. It is showtime. Okay, wenn es sein muss. Ah, ach so, das ist ein Bosskampf tatsächlich. Meine Fresse. Das ist ja, das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt alles erwartet. Alles habe ich erwartet, aber nicht sowas. Was denn jetzt? Ah. Aha. Oh Gott. Ah. Alter. Ja, dich erwische ich. Huch. Okay, auch da kann ich dich abfangen. Das ist ganz geil. Also Mario hat seine Arschbombe und ich habe meinen Kopfdiver. Sehr lustig. Okay, habe ich direkt mal wieder ein Herz bekommen. Nette Musik auch, muss ich ja dazu sagen. Oh, da hat er mich doch wieder erwischt. Ich hätte doch den Doppelsprung machen sollen. So wie jetzt zum Beispiel. Wie oft muss ich ihn eigentlich treffen? Also auf jeden Fall wird er sehr sauer und wahrscheinlich stirbt er an einem Herzinfarkt. Hoch! Gottes Willen. Oh je. Oh, den hab ich nicht kommen sehen. Das sehe ich. Okay, da gab's auch wieder ein Herz für. Der regt sich aber echt tierisch auf hier. Das ist ja schrecklich. Was zur Hölle? Ja. Ach so, da war eine Lücke unten. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Ja? Achso, hör. Du Scheiße. Das ist ein riesiger Pac-Man. Ja, wie denn? Wo denn? Aha. Wo soll ich ihn denn hauen? Ach so, nee, hau ich da wirklich Sachen raus? Kletter hoch und gib ihm Saures. Ach so, Entschuldigung. Danke für den Tipp. Ach tatsächlich. Ach so, ich muss aus der Kuhle raus oder was? Darauf muss er erstmal kommen. Jawohl. Oh, der reicht ganz schön weit, der Dash. Noch eine Runde. Ah!
Mann, die überraschen mich immer so. Au. Also die Attacken das erste Mal überraschen sie halt ganz furchtbar. Aber netter Kampf. Muss ich ja sagen. So geht das. Absolut. Absolut geile Musik, muss ich ja sagen. Es hat Spaß gemacht. Schöner Kampf auch. Okay, und damit Kapitel beendet. Sehr, sehr nett. No. Who wants some more? Oh. Warum hat sie mir jetzt die Sanduhr geklaut? Was ist denn los? So what do these things do anyway? Are they some sort of rare collector's item for nerds? Ja. Nicht fallen lassen. Oh nein. Are they some sort of rare wait. Huh? Okay, da war wohl die Sanduhr im Spiel. Whoa, what? Well, did you know about this? Ja, die gehören mir schließlich. Glaube ich. Okay, Headkit ist nicht nur Headkit, sondern auch Timekit oder was oder wie? Nach Hause fliegen? We can make it so that you never got punched in the face by the Mafia that one time. We could beat up the Mafia, travel back in time and then beat them up again. Okay. No, wait. We can make it so the Mafia never arrived on the island. Wait. Even better. We could be crime fighting time travelers. Ja, warum eigentlich nicht? Aber Hutkind möchte nicht. Warum auch immer. Wait, what? This doesn't make any sense. You have all this power and you're not gonna use it to fight evil? Ich verstehe es auch nicht, aber hat vielleicht einen höheren Sinn. If you're not gonna use them to fight evil, then I will. Warum? Das sind meine. You have my word on it. Das sind aber meine. Ja, schon scheiße mit so Argumenten, wenn man nicht redet. Hat sie mir jetzt direkt das Zeitstück auch geklaut? Ach nee, die Hälfte meiner Pons. Die heißen Pons, warum auch immer. Okay, Massage Girl ist furchtbar sauer auf uns und wir sind ab jetzt Feinde.